Auf der A73 bei Bamberg ereignete sich heute Morgen ein schrecklicher Unfall durch eine Geisterfahrerin. Eine 31-jährige Coburgerin fuhr in falscher Richtung auf die Autobahn auf und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Verkehr. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Dazu Alexander Tschech, Pressesprecher der Polizei Oberfranken. Gegen 6:30 Uhr hat die Geisterfahrerin mit ihrem Renault Twingo zwischen Bamberg Süd und Hirscheid auf der verkehrten Fahrbahn unterwegs. Sie ist dann etwa 3 Kilometer nach Bamberg Süd frontal in einen entgegenkommenden Skoda Octavia geprallt. Im Fahrzeug der Geisterfahrerin war die 31-jährige Fahrerin selbst sowie 2 Kinder im Alter von 4 und 7 Jahren. Die Fahrerin selbst wurde bei dem Unfall getötet, ebenfalls das 7-jährige Kind, das im Fahrzeug war. Das 4-jährige Kind, das weiterhin im Fahrzeug war, wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in einen Klinikum geflogen. Im entgegenkommenden Skoda waren 2 Insassen. Der Fahrer war sofort tot, der Beifahrer wurde schwer verletzt. Derzeit ist die Unfallstelle komplett gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg wird ein Sachverständiger eingeschaltet, der die Unfallaufnahme hier unterstützt. Und auf der Gegenfahrbahn kam es zum Unfallzeitpunkt auch zu einem Folgeunfall. Hier ist ein Golf über Fahrzeugteile gefahren, die über die Fahrbahn geschleudert wurden. Der Golf ist dann auch noch von der Fahrbahn abgekommen und hat ein Verkehrszeichen überfahren. Gott sei Dank wurde bei diesem Unfall keine Person verletzt.